Wir haben jetzt hier die Frau Hoffmann getroffen und die hat uns gerade was ganz Interessantes erzählt. Und da möchten wir natürlich auch, dass die Zuschauer im Stadion davon auch mal Kenntnis bekommen. Frau Hoffmann, erzählen Sie uns doch nochmal, was Sie uns gerade gesagt haben, was hier speziell für Blinde und Sehschwache gemacht worden ist. Ja, also ich bin jetzt schon das zweite Mal hier und habe das schon im vorigen Jahr als ganz, ganz toll empfunden. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird diese Filme kennen, die speziell für Blinde und Sehbehinderte mit einer Audiodeskription ausgestrahlt werden, wo also nebenbei erzählt wird, was die Schauspieler machen, was die Schauspieler anhaben, wie die Schauspieler aussehen. Und genau das macht der Herr Meier hier für uns als Blinde und Sehbehinderte mit den Biathlon-Wettkämpfen. Er macht das bereits das vierte Mal. Er macht das ganz, ganz toll. Er erklärt Dinge, die man sonst gar nicht mitkriegen würde. Er erklärt am Anfang genau das Stadion, wie das aufgebaut ist. Er erklärt aber auch so ganz spezielle Dinge. Voriges Jahr hat er zum Beispiel ganz, ganz wunderbar den Bart vom Erik Lesser beschrieben. Den hat er ja nun dieses Jahr nicht mehr. Aber, oder die Locken von der Miriam Gössner. Also auch Dinge, die man sonst eigentlich nicht mitkriegen würde. Und für uns ist das als Blinde und Sehbehinderte ein ganz, ganz tolles Erlebnis, hier beim Biathlon-Weltcup dabei zu sein. Und meines Wissens nach ist Oberhof auch die einzige Weltcup-Station, wo sowas stattfindet. Und ich möchte eigentlich den Herrn Meier ein ganz, ganz dickes Lob aussprechen. Er macht das einfach wunderbar und er ermöglicht uns damit die Teilnahme und das Erleben hier am Biathlon-Weltcup. Einfach toll. Gut, dann wollen wir auch noch ein Stückchen weiter. Vielen Dank, Frau Hoffmann, dass Sie uns da haben teilhaben lassen. Und noch weiterhin viel Spaß hier. Danke. Bitte.